Activating combat mode. Heads up! Gonna love this! Conflict resolved. Oh yeah! Ich hab den falschen Knopf gerade gedrückt, verdammt. Sorry. Activating combat. Und das nicht so gut. This'll do. This is gonna sting. Conflict resolved. Oh yeah. Ich musste lachen. Ja, ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so witzig. Ich will das ja eigentlich vermeiden. Activating combat mode. Try now. Oh no, you don't. This'll do. Gonna love this. How about this? Try now. Oh no, you don't. This'll do. This is gonna sting. Hot. Bringing out the big guns. Oh yeah. Einfach aus Prinzip, denke ich. Geh raus, geh du doch! Conflict resolved. Nee, selber. Nö! Ich hab noch einen großen Energy gefunden. Dann geh doch zu Netto. Activating combat mode. Hey! Heads up! Oh no, you don't! Bye now! This is gonna sting! Here we go! That's enough! Take that! Later! Resolved. Oh yeah! Ich weiß jetzt schon, dass ich den nicht schaffen werde. Das ist mir zu viel einfach. Ah, das wird jetzt nervig. Activating combat mode. Out of the way. This'll do. Gonna love this. Bye now. This is gonna sting. How about this? Oh no, you don't. This'll do. That's enough. Heads up. Oh no, you don't. Thanks.
Here we go. That's enough. Ach, schön. So, das hätten wir erstmal. In der Ebene ist das Signal eines TP Makonids geortet worden. Dort wirst du sehr wahrscheinlich auf Monster stoßen. Sei so auf der Hut, wenn du dich dem Makonid näherst. Vier Kisten. Oh, okay. Eins. Da sehe ich schon die zweite. Die dritte ist da. Aha. Gerade ein Subgeschenk bekommen. Oh, yeah. It's so random, das ist ja cool. Das ist schön. Für Meta. Dann Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch. Asteria, danke für den Follow. Wo ist die andere Kiste? Kistichan! Activating combat mode. Wo ist die? Heads up! Oh no, you don't! Conflict resolved. Oh yeah! This'll do. This is gonna sting. Conflict resolved. Oh yeah. Was die Kiste? Activating combat mode. Out of the way. Die will sich mir vorenthalten hier. Hau ab hier. Conflict resolved. Ist sie vielleicht da oben irgendwo? Activating combat mode. Taking you down, gonna love this. Ja, kann man run, kann man. Also du musst jetzt nicht in den Stream drin sein, du kannst einfach random von Leuten halt, also von Streams, Sub geschenkt kriegen. Also nur einmal auf dem... Ja, so wie Flo hat Conflict resolved. Oh yeah. Activating combat mode. Bring it on. Got him. Conflict resolved. Oh yeah! Hey, bin ich halt doof oder wo ist die Kiste? Doch, das macht schon Sinn, weil man dafür dann sorgt, dass man dann halt auch die Kanäle findet.
Das ist halt auch Werbungsmasche. Das ist auch der Sinn an den vergifteten Subs. So findet man auch andere Menschen. Oder andere Streamer, je nachdem. Ah, da ist die Kiste. Ja, jetzt greift ihr an, ne? Here we go. This is gonna sting. Conflict resolved. Oh yeah. Und jetzt habe ich die. Jetzt haben wir 4 von 4. Megatrank hat sich sehr gelohnt. Finde ich voll mega. Activating combat mode. Out of the way. Taking you down. Gonna love this. Here we go. That's enough. Heads up. Oh no, you don't. Conflict resolved. Ist ja, oh, yeah. Ist ja mega, ja. Bin voll auf Zack. Soll mal gönnen. Ui. So. Schokomoppelfeder. Zur Bekämpfung des Genesis-Repliken, die sich in der Stadt verstecken, wurden neue Waffensysteme entwickelt. Begib dich ins Testgebiet und hilf uns, Kampfdaten für die Verteidigung Midgards zu sammeln. Trainiere ich auf der anderen Seite. Bis dann, Trey. Danke, dass du da warst. Ich soll trotzdem gönnen. Ja. Hochsprung und Wirbelattacke. Ich habe keinen Hochsprung. Aero-Gift. Geil.
Meister der Gegenstände. Okay. Wie kriege ich Hochsprung? Eisenfaust, Koboldschlag und Sprint. Oh, hätte ich auch gern. Noch viel machen. Das ist blöde Mogri, wenn man es braucht, ey. Activating Combat Mode. Conflict resolved. Oh yeah. Ist ein bisschen blöd, jetzt Experimente zu machen, ne, mit den ganzen Materia, wenn ich sie jetzt eigentlich sehr gut gelevelt bräuchte. Naja. Activating Combat Mode. Got him. Here we go. Oh no, you don't. Take that, huh? Bringing out the big guns. Prove your honor. Oh, yeah. Resolved. Graviga. Yeah. Eine Bitte von Scarlet. Okay. Komm her, Scarlet. Scarlet, die Leiterin der Abteilung für Waffenentwicklung, bittet um Unterstützung beim Test einer neuen Waffe. Es handelt sich um das neue Modell eines automatischen Waffensystems, das bereits eingesetzt wird. Wir müssen so viele Kampfdaten wie möglich sammeln. Deine Aufgabe ist es, alle Maschinen im Kampfgebiet zu zerstören. Moment, kurz schnauben. Kannst du nicht mal Scarlet richtig schreiben, Flo? Also wirklich, Gebühren. Die hat mega die Hupen. Möp, möp. Wir können sie auch Hupenbärter nennen, also ist auch okay. Sie ist den Namen Scarlet nicht würdig. Ja, das wird jetzt richtig kacke.
Das wird richtig kacke. Das wird ja richtig kacke. Ja. Das ist... Hilfe! Warm-up's over. Concentrate. I'm feeling it. Alter, ich muss dringend wechseln. Oh, oh, der killt mich jetzt. Der killt mich jetzt. Heads up, this is gonna sting. Der mit dem Rohr auf mich zukam. Ich kann halt ohne Blitzger und so nichts machen. Kann sich da oben mal was zu meinen Gunsten drehen? Heads up. Gonna love this. This'll do. Oh no, you don't. Nö, ja, ich merk schon. Here we go. Gonna love this. How about this? Oh no, you don't. Here we go. Gonna love this. Ich bin jetzt hier einfach gefangen, ne? Oh no, you don't. Bye now. Das ist schon schlecht. Gonna love this. Verpiss dich, ich muss fliehen! Ich muss mal kurz fliehen. Musste ich jetzt doch einmal einsetzen. Ausrüstung. Ja, das Set kann ich's nicht. Kannst du so das Basserschwert leveln? Ich glaube, das hat aber ein Limit, wie viel das, mit den Prozenten, weil ich habe das vorhin bei dem Kampf von Angel gemerkt. Da ging es nicht weiter. Aber ich kann mich auch irren. Aber ich habe sie jetzt halt probiert und irgendwie ging es nicht weiter. Chocobo, los! Ja, cool! Oh Mann, Alter, dieses beschissene Benommensein. Das muss ich auch gleich ändern. Ey, so eine Scheißgegner jetzt ein Phönixfeder verkackt. Regt mich schon wieder auf. Mir egal, ich mache jetzt kurz einen Prozess hier.
Here we go. That's enough. Heads up. This is gonna sting. Ich hab gerade Gleitbot gelesen, egal. Naja. Gleitbot? Ja. Frag mich. Das Zwielicht. Danke für den Follow. Danke, danke. Abgeschlossene Mission 25%. Ich habe vergessen, wie viel das eigentlich wirklich war. Oh mein Gott. Bin eingeladen für die Closed Beta von Final Fantasy VII Ever Crisis. Okay. Sexy. Hallo Queenie. Ist Streamerin ein Beruf? Natürlich. Sektenführerin ist ja auch einer. Scheiße. Mann, Queenie. Kill mich doch nicht. Puh. 25%, ne? Ja, cool. Ich stehe noch ein bisschen hier, okay? Habt ihr ja nichts dagegen, oder? Ich freue mich. Ich freue mich. Wunderschön, die ganzen Missionen zu machen. Also wirklich. Umso mehr, umso besser, ne? Zack, mein Schnucki. Ich meine, ja. Achso, ich muss nochmal Ausrüstung. Hier rüber. Lisa, ja. Was denn? Auf die nächsten 150 Stunden. Ja! Activating Combat Mode. Ja! Taking you down a bit, that's enough. Here we go. Oh no, you don't. Conflict resolved. Oh yeah. Do do do. Die Mission machen mega Bock. Es macht einfach richtig Spaß, ja. Later. How about this? Better run for it. Show me the true power of soldier. Ein Kampflauch, ja. Hallo Stefan. Ja, mein Husten nervt ein bisschen, aber besser als gestern. Der tut mir schon ein bisschen leid gerade, ne? Megatrank. Ja, danke für den Raid. Arigato. Activating Combat Mode. Was habt ihr denn schön? Vitra, okay. Hast du auch noch was? Weißer Umhang. Taking you down a peg. This is gonna sting. Bye now. That's enough. How about this? Gonna love this. Heads up. Oh no, you don't. Ja, ich habe 2% von meinem Panzerschwert. Tom Berry kommt, ja!
Los geht's! Ich steche dich! Hui! Oh, es ist gut! Ich liebe es so sehr! Ich liebe es so sehr! Oh Mann, ey. Aber ein Link von... Ich kann es noch lesen. Ich habe einen Link von Square Enix bekommen, wo man die erste Closed-Beta-Version für iOS und Android runterladen kann. Und tatsächlich kann man in Ever Crisis alle alten Stories erleben von Crisis Core, Dirge of Cerberus, plus Inhalte für den zweiten Teil des Remakes, weil Rebirth Story relevant sind und ein Antagonist aus Crisis Core kommt als Anti-Held zurück. Und das zu viel spoilern würde ich nicht. Kurz zu einem Mobile-Game ist das Ding mega gelungen. Okay, das klingt mega geil. Habe ich auch auf jeden Fall Interesse dran, weil es halt die Final Fantasy-Lore ist. Klingt richtig geil. Modeoheim. Diese Mission besteht aus Kämpfen gegen Monster, die in der Region Modeo heimisch sind. Zwar können nur wenige Monsterarten in dem kalten Klima dort überleben, doch sie sollten stark genug sein, um dir ein paar interessante Kämpfe zu liefern. Ja, ich bin eigentlich auch nicht so Handy-Gaming-Zockerin so, aber da ist so richtig viel, da soll richtig viel Lore dran sein. Von Final Fantasy, deswegen. Bring it on. Take that. Conflict resolved. Oh yeah. Gibt's hier Kissen? Nö. Okay. Vor allem das Comeback von G als seine Art zweite von Deepground. Geschaffener Sephiroth. Es wird richtig. Ich bin sehr gespannt. Bei Final Fantasy 7 kann ich nicht nein sagen. Ja, ich auch nicht. Ich meine, ich habe einige Final Fantasy Tattoos und so, ne? Also. Got him. Taking you down a peg. Better run for it. Fühl ich. Good luck. Thanks. Oh yeah. Emulator regelt. Activating combat mode. Aua. That's enough. How about this? Gonna love this. Heads up. This is gonna sting. This'll do. Gonna love this. Taking you down a peg. Hi. Hi. Take that. Conflict resolved. Oh yeah. Mein erstes Tattoo ist nicht ohne Grund der Komet von Final Fantasy 7. Tiefer. Bin aber gespannt, man hat das ja im Trailer von Ever Crisis schon gesehen, wie sie Genesis als zweiten Sephiroth etablieren wollen. Ich bin mega gespannt. Final Fantasy 7 sowieso mega geil. Alles, was damit zu tun hat. Alter, das endet einfach nicht, ne? Gestohlene Lieferung. Soldatausrüstung, die zusammen mit einem Vorrat an Shinra-Waffen spurlos verschwunden war, ist in der Ödnis wieder aufgetaucht. Dort wurden auch Genesis-Truppen gesichtet. Begib dich ins Einsatzgebiet und beschaffe unser Eigentum zurück. Ich wusste es, dass sie noch Pläne mit Genesis haben. WB-Driver. Ah, es sieht einfach immer wieder so gut aus, ne, Zack? Du siehst so gut aus. Ja. Bin kurz fremdgegangen. Aha. Gebühren, Driver.
This'll do. Oh no, you don't. Bye now. Gonna love this. How about this? That's enough. Bye now. Könnt ihr mal schneller angreifen? Conflict resolved. Later. Oh yeah. Dutch of Cerberus hatte bei mir so viele Fragen offen gelassen. Oh, das Spiel habe ich auch so geliebt. Ich hab doch gar kein Geld. Egal. Anschreiben. Activating combat mode. Out of the way. This'll do. Gonna love this. Here we go. This is gonna sting. Conflict resolved. Oh yeah. Much obliged, boss man. What I learned from you can't be learned in a classroom. Boss man Zack. I swear I'll never Boss forget Boss man Zack, Zack the Dipper. Scheiße. Yeah, you've certainly toughened up, huh? Oh, you know it, boss! Yeah, Boss Dipper. I'm going on the next mission, and I'm gonna show everyone who's boss, boss! Wait, are you really the same guy? Boss man! See you later! Yeah. Mm-hmm. Okay. Perlenkette. Das stimmt, das ist mega geil, aber durch die ganzen Remakes und den Mobile Game als zusätzliche Lore kennen, wird die Story immer schwerer nachvollziehbar, wenn man nicht alles gespielt hat. Oh ja, das auf jeden Fall. Das gleiche Problem sieht man ja leider auch bei den Kingdom Hearts Lore. Oh, Kingdom Hearts ist auch so... Also, ich kann es verstehen, Kingdom Hearts ist bei mir auch so, dass ich bis heute nicht alles verstehe, weil so viel einfach ist. Und man vergisst ja auch, weil es halt so viel Inhalt gibt und verschiedene, es ist, ja, also es ist bei Final Fantasy auch schon langsam. Besonders für diejenigen, die mit Final Fantasy vorher nichts am Hut hatten. Und Teil 7 ist halt schon ein bisschen, ja, umfangreicher.